Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hallo und herzlich willkommen zum Stream zu Nikmi, Yuki und Sif schauen und reagieren auf die Devolver Digital Pressekonferenz. Und ich bin gespannt drauf, was uns heute Abend erwarten wird. Ich meine, ich hoffe, eine direkte Fortsetzung vom letzten Mal. Devolver Digital ist ja dafür bekannt, die etwas andere Pressekonferenz zu veranstalten. Sehr blutig. Blutig, eine Verhonigpüppelung von gewissen Entwicklungen der aktuellen Videospielindustrie. Ich denke nur an das berühmte, an diese berühmte Microtransaction, die sie mal hatten. Oder Geld auf den Bildschirm schmeißen, damit das Spiel quasi weitergeht und so. Und ich bin gespannt darauf, was sich Devolver Digital halt wirklich dieses Jahr einfallen lässt. Natürlich nicht nur wegen der Pressekonferenz, sondern auch wegen den Spielen, die sie halt präsentieren werden. Ein paar wurden ja schon bekannt gegeben. Shadow Warrior 3 kommt heraus. Und dann wurde vor kurzem noch irgendwie ein Spiel bekannt gegeben. Also ich freue mich auf Shadow Warrior 3. Ich habe die ersten beiden Spiele nicht gespielt. Ich habe sie halt nur ausdrucksweise gesehen, aber was ich gesehen habe, das waren nette Ego-Shooter, die halt nicht. Die halt nicht der Name entsprachen. Ja, Mauri, das ist er. Und GambleLax TV, Leute, nicht mal reinschummeln, bitte. Was meinst du damit? Sonst muss der Streamtitel wieder angepasst werden, wahrscheinlich. Nein. Ach so, ja, jetzt sehe ich es, ja. Wieso, wer will sich denn reinschummeln? Absolut, ja. Keine Ahnung. Und Nikmi? Ja. Beim Sprechen zum Mikrofon sich hinbewegen und nicht vom Mikrofon weg. Ich weiß nicht, was das Problem momentan ist, aber das Mikrofon macht mir seit einer Woche noch schlimmere Probleme, wie es eh schon gemacht hat. Und ich habe halt einstellungsmäßig gar nichts verändert. Ich müsste mir das mal genauer anschauen. Windows 10. Ja, es kann am Windows liegen tatsächlich. Ich habe auch schon wieder gelesen, dass Windows 10 wohl ein Update rausgebracht hat, was bei einigen Leuten wieder für Probleme sorgt. Ja. Naja, auf jeden Fall. Hi, Mauli! Auf jeden Fall ist es halt bei mir so, dass ich früher konnte ich das Mikrofon wirklich relativ weit weg haben. So, man hat mich noch verstanden, aber wenn ich ganz nah hingegangen bin, dann war ich für alle total laut. Jetzt muss ich ganz nah hin. Und wenn ich nur 10 Zentimeter weg bin, beschweren sich die Leute, dass man mich nicht mehr versteht. Und ich kapier's nicht. Hast du mal in deinen TS-Einstellungen geguckt? Ja, aber da ist auch alles richtig. Also ich kann es noch ein bisschen wieder verändern und dann beschweren die Leute sich aber wieder, wenn ich zu nah bin, dass es dann wieder zu laut ist. Das ist Bei mir ist es halt fast regelmäßig der Fall, dass nach Windows-Updates ich erstmal überall mein Mikrofon wieder einstellen muss. Naja. Und falls ihr euch wundert, warum es übrigens nur das German-Spiel momentan mit der geilen Animation, die Bruce wunderschönes, Grüße gehen an Mitbus, kommt, liegt daran, dass auf dem Devolver Digital Twitch-Account. Die sind noch nicht live. Die sind noch nicht live. Wir könnten eine Person, die ich nicht kenne, beim Last of Us 2 Spielen zusehen. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das sollten wir nicht tun, weil der eine oder andere wird vielleicht dann gespoilert, nur durchs Zuschauen. Deswegen lassen wir das mal lieber. Ja, bitte, ich kenne das Ende noch nicht. Ja, allein das, ich weiß nicht, ob du schon reingeschaut hast, aber allein das, was man jetzt sieht, würde ja schon spoilern, wenn man noch nicht so weit ist. Also ich bin ungefähr dreiviertel durch mit Bauen. Ja, dann würdest du nicht daran gespoilert werden, was man jetzt sieht, aber andere vielleicht schon. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn du reinguckst. Jo. Last of Us 2, tolles Spiel. Technisch gesehen ist es wirklich brillant. Also, was Naughty Dog da wieder hervorgezaubert hat, ist wow, unglaublich. Mega geil. Ja. Aber die Story,
Möchtest du das Fass wirklich aufmachen? Ich habe im Internet sehr viel mit Leuten diskutiert. Lieber nicht. Also ich habe bisher von der Story nichts Gutes gelesen. Ja, und ich verstehe es nicht. Ich liebe die Story. Ich finde sie grandios. Ich finde es so geil, was das gemacht worden ist. Ich werde es nicht kommentieren. Ist besser so. Ja. Ich habe einfach meine Gründe. Ich habe dazu auch meine Rezension verfasst. Und gut ist. Ich konzentriere mich jetzt auf andere Sachen. Ich habe noch ein bisschen was anderes zu besprechen. Aber jetzt mal no joke, falls die Community das wirklich mal will. Mauli hat da bestimmt auch Bock drauf, weil der ist auch gehypt gewesen. Und Yugi, wenn du dann durch bist, vielleicht auch. Ich würde echt gerne mal so einen Spoiler-Talk über Last of Us 2 machen. Ohne Scheiß, da hätte ich mega Bock drauf, mal wirklich über alles reden zu können. Aber ja. Könnt ihr ja machen, wenn ich dann nicht da bin. Du kannst gerne auch deine Position, wenn du sagst, die gefällt dir nicht so, ist es vielleicht sogar ganz cool, wenn du dabei bist, weil du sagst, warum dir einige Sachen nicht gefallen. Eine andere Position dabei zu haben, ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, Pros und Cons auswerten ist halt schon irgendwo nice, bloß halt gerade bei Last of Us 2 ist es halt sehr umstritten, da weiß ich halt nicht, wie klug das wäre, da dieses Fass wirklich aufzumachen. Naja, ich bin der Meinung, dass jeder seine Meinung haben kann. Ich habe wirklich viel gelesen, dass sie sagen, das ist schlecht. Ich selbst kann es zwar nicht verstehen, aber sag, hey, jedem seine Meinung. Wenn du sagst, das ist für dich schlecht, dann ist es für dich schlecht. Ich habe meine Punkte, warum ich es für gut halte. Und an dieser Stelle beenden wir die Diskussion, weil, ja, das geht sonst wirklich langsam zu weit. Also, ihr könnt gerne intern die Köpfe zusammenstecken, ob und wann ihr das machen wollt, diesen Spoiler-Talk. Wird wahrscheinlich genau dann stattfinden, wenn ich nicht da bin, aber damit kann ich sehr gut leben. Und Mauli ist schon mal dabei. Gut. Ja. Morgen gibt's bei uns auch was, aber nicht die Ubisoft-Präsentation, sondern morgen gibt's, wenn ich das richtig verstanden habe, den SGDQ Submissions Talk. Nee, warte. Ja. Es wird morgen ab 19 Uhr den 6. Office, danke für diese Info. Sorry, wenn ich die Nachricht jetzt gelöscht habe, aber das kommt einem Spoiler gleich. Yep. Und Vorsicht ist wie Mutter der Porzellankiste. Also gesagt, die Nachricht wurde nur gelöscht, du bist nicht gebannt oder getimeoutet. Ich bitte auch um Verzeihung, aber ist ein Spoiler. Ist es einfach. Auch wenn ich anderer Meinung bin. Ja, großartig, Nickmi. Du sagst, es ist ein Spoiler. Also, ja. Ja. Also, ja. Nur Sony hat allen Leuten, die das Spiel rezensiert haben, strikte Vorgaben gemacht. Ja. Und du wirst halt in vielen Besprechungen und so nicht finden. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt alle verstanden. Ja, wir nehmen das Thema jetzt einfach raus. Oh Gott, ich komme wieder auf von der Stückchen. Wir machen das wann anders mal. Ja. SGDQ Submissions Talk. Wir sind ein interessanteres Thema. Morgen mit Exo und Molly und unter anderem Person, die komplett unwichtig ist. Ja, sehe ich auch so. Gut. Auf jeden Fall freut euch drauf. Und hallo Wilhelmietchen. Moin. Und Molly, wie zum Geier fehlen dir noch 20 Stunden. Also bei mir persönlich, ich muss noch irgendwie 100 Stunden rauscutten und ich weiß nicht wo. Aber das ist halt typisch, Submissions Talk. Man geht mal durch und sagt, ja, das gefällt. Und dann am Ende steht man fest, nee. Vorgegeben war 165 Stunden. Ich bin jetzt bei 385 Stunden. Ups.
Wie ist das denn passiert? Dezent eskaliert das Ganze. Dezent. Aber nur dezent. Wirklich. Naja. Aber gleich sollte übrigens jetzt die PK auch losgehen. Noch 8 Minuten. Und dann geht's hoffentlich gut los. Einer. Es kam halt auf das Moon dazwischen gestern und heute. Da war halt keine Zeit, die Liste durchzugehen. Okay. Ja, kann ich verstehen. Harvest Moon? Wirklich? Ja. Soweit ich das mitkriege, ist das Spiel recht beliebt. War damals auf dem GBA schon beliebt. Ja, also das war es beliebt, nicht, aber ich habe nicht mal... Der Teil halt deswegen wieder so enorme Wellen geschlagen hat. Aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass es einen neuen Harvest Moon Teil gab. Ja, es heißt jetzt auch Story of Seasons, also von daher. Ach so. Die haben doch vor ein paar Jahren die Namenslizenz an Harvest Moon verloren. Ja. Und dadurch heißt das Spiel ja jetzt auch im Westen Story of Seasons. Und die Leute, die halt Harvest Moon im Westen gepublished haben, haben halt diesen Namen sich sozusagen einbehalten und veröffentlichen jetzt neue Harvest Moon Spiele, die aber kompletter Bullshit sind, um das nett auszudrücken. Okay. Also billigste Technik von noch und nöcher und überteuert wie sonst was. Und schlecht. Vor allem schlecht. Naja, aber das aktuelle Harvest Moon muss wirklich eingeschlagen haben wie eine Bombe, wenn ich das so mitgekriegt habe. Ich glaube, du verwechselst das mit Animal Crossing, Ziff. Ah ja, sorry. Animal Crossing. Weil, also, nichts gegen Harvest Moon, aber, oder gegen... ja, daran sieht man, wie gut ich mich da auskenne und wie gut ich da auch den Überblick habe. Wie heißt jetzt, Yuki? Story of Seasons. Nichts dagegen, mag ein super geiles Spiel sein, aber eingeschlagen wie eine Bombe, also ist es nicht, sonst hätte ich was davon mitbekommen. Also doch, es hat schon sämtliche Erwartungen an die Verkaufszahlen übertroffen. Ja gut, aber was waren die Erwartungen? Im Vergleich zu den letzten Story of Seasons Releases war. Die Frage ist, was waren die Erwartungen? Nein, mag ein super geiles Spiel sein, aber was jetzt in der Hinsicht groß war, letztens war halt Animal Crossing. Ja, das stimmt. Obwohl man bei Animal Crossing auch sich streiten kann. Ich ist nicht so mein Spiel. Also ich, mit mir brauchst du da dich nicht streiten, ist das überhaupt nicht meins. Und hallo Blood Dive. Moin. Schön, dass moin, moin. Bist. Animal Crossing hat halt ein ganz großes Problem, der neue Titel. Und zwar, dass sie halt sämtliche Elemente, die sie jetzt im Endeffekt als Updates hinzufügen, eigentlich schon zu Release des Spiels fertig hatten, aber rausgenommen haben, damit sie halt später hinzufügen können. Und viele alteingesessenen Animal Crossing-Spieler finden das halt gerade nicht so geil, weil das sind halt alles Feature, die es halt schon gab in New Leaf. Und die einem jetzt halt als super neu und innovativ versucht werden zu verkaufen. Ich hab euch übrigens... Wenn ich das mal so blöd vergleichen kann, also... Ein Streamer, den ich halt sehr oft gucke, der hat das so schön gesagt. Das ist so, wie wenn du dir ein Zelda kaufst, was 4 Dungeons hat. Und im Endeffekt reicht es, wenn du es dir ein halbes Jahr später kaufst, weil im Endeffekt noch 4 Dungeons hinzugepatcht werden. Och, On-Disc-DLC, da kann ich ein Lied von singen. Also das war, ja. Übrigens, ich hab euch den Link zur... so einen Twitch-Kanal geschickt, wo die PK wahrscheinlich stattfinden wird, auf Twitch Gaming, nicht auf Devolver Digital direkt anscheinend. Okay. Perfekt, ja. Findet ihr MTS. Oh, da läuft sogar geile Elektromucke. Perfekt, dann kann ich jetzt so mal
Dann gehen wir mal da rein. So. Oh, wow, eine wunderschöne Infobox. Krieg ich die weg? Ja, die kriegst du weg. You could have been listening to the Devolver Digital Forecast instead of staring at a countdown. Das ist so typisch Devolver Digital. So richtig schön ha, in die Fresse rein. Das T-Shirt-Design sehen aber cool aus. Gefallen mir. Vor allem das linke. Obwohl das Design gefällt mir mega, aber die Farbe des T-Shirts nicht. Ist nur eine andere Farbe als T-Shirt-Design, aber das Design. Also das cool. Zweite von links. Die Farbe würde perfekt zu wenig passen. Natürlich. Ja. Also das Bild finde ich auch nicht so verkehrt für Veni. Hab gehört, ich bekomme von euch allen nächste Woche eine Switch mit Harvest Moon und Fire Emblem Three Houses geschenkt. Wird schwer. Nein. Ich schau kurz auf meine Finanzen. Nö. Tja. Doof gelaufen. Doof gelaufen. War ein netter Versuch, aber nein, danke. Countdowns are an important part of marketing. Now go tell your friends this is about to start and pop out those metrics. Oh, der Minute-Typ läuft rum. Hallo. Das ist doch nicht der Spruch von Minute. Hä? Der Spruch von Mauli. Lass halt nicht vergessen, der Mann ist schon alt. Ja. Aber er passt immer noch in seinen Kühlschrank. Das ist ein geniales Spiel. Ich muss es unbedingt irgendwo endlich spielen, aber... Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Ja. Oh, direkt mit einem Trailer anfangen. Das gefällt mir ja. This is our first year of bringing you to the very edge of your seats. Oh, das sieht gut aus. The very best of what video very das ist jetzt erstmal nur eine Rückschau. Ja, das könnte bedeuten, dass es wirklich eine Fortsetzung ist von dem, was letztes Jahr kam. Das ist so dumm. Passt der Ton für euch eigentlich so? Also von uns und vom Stream? Das ist so brutal einfach. Ich liebe es. Dive, willkommen bei Devolver Digital. Das ist und das so. War letztes das ist Jahr. Standard. Letztes ja. Jahr und vorletztes Jahr, glaube ich, auch. Das ist zwei Jahre. Shut up, Margaret. If we can't get her mind right for this press conference, I've got something for you. Das ist einfach so krank. Ich liebe. Oh ja. Come with me if you want to live. So wait, that's the features, feature, feature. So what's now? The features, feature. Ich muss noch ein bisschen lauter machen bei mir. This is the feature, Nina. This is the features, feature. All right. So, what do you need me for? I need you to help me stop the now, so the then doesn't happen. What? Same. I need you to help me stop the future's future future by canceling the future's future. It's a thing. Molly meint, Jim kann ticken lauter. Ja, ich kann es noch ein Ticken lauter machen. That's
enough with the primping, you poops. Cheese and rice. I just jack-punched a Terwilliging bum duffel full of Shadow Warrior 3 footage through her cortex. That galloping femme gremlin is like none seconds away from flipping all the way out. Whoopsie. What's our status? Are we set? Oh yeah, totally. She's green across the board. Online and prep to cycle the gameplay reveal sequence in 3, 2, 1, and... Hit it. Apologies in advance. Natürlich nennen sie sie direkt, Alter. Direkt noch ein Punch gegen Nintendo. 2013. Devolver Digital, Devolver Digital. And developer Flying Wild Hog. Reboot the seminal 1997 / nasty Shadow Warrior series to a skull-thumping spectacle of bullets, blades, and blood. Demon blood. Then, in 2016, Shadow Warrior 2 up-fucked the bar for first-person melee combat and maximum next-level ninja shit in one of our most successful games ever, forever. Now, Shadow Warrior 3 is set to vault the series forward again by expanding its trademark combat and piling on a fuck ton of new additions like brutal executions, thrilling annihilation, so, and gorgeous acrobatics, making every battle a new violent portrait to paint. It is time to stop and smell the cherry. Ich würde ja sagen, die sind viel Zauber, aber ich glaube, wir lieben Zauber schon genug. With buckets of blood. Yeah. Demon blood. Ladies, gentlemen, folks, your first look at Flying Wild Hog's magnum motherfucking opus, Shadow Warrior 3. Check a look. Roll it. Shit, yeah, right. Und jetzt kommt Shadow Warrior 3. Ja. Wang, where are you? Can you hear me? Demons, they're trying to break through the gates. I'll track you down. Das sieht von Peter schon wieder geil aus. Das sieht wieder herrlich over the top aus. Ich mag solche Spiegel. Zur Hölle. LOL. Was zur Hölle. Das ist so gefährlich. Wusch, das glaub ich auch. Was bist du mit dem Nachricht? Was hier ist die Mörder? Ups. Blood Dive. Das ist Shadow Warrior, das muss krank sein. Yuki, sag mal was? Devolver Digital. Das nee, ist nun mal genau der Humor. Ab 18 Titel. Stay frosty. Stay frosty. Oh Gott. Okay, ich hab Bock, ohne Scheiß. LOL. Du kannst die Umgebung nutzen, um Gegner zu töten. Nice. Also Push, wenn du es auf PS4 jetzt nachholst, ja, sag mir Bescheid. Ich will zusehen. 2021. Lash and Dash und Discord. Nice. Delicious. Absolutely poofing delicious. That's how you open a digital showcase. Put my lifeless corporate chill, have it say some stuff, doesn't matter what the stuff. Promise gameplay, deliver gameplay, season with a smidge of promise gameplay, deliver sir, gameplay. Can I Genesis device or can I? Zane. Yeah. How are we looking for the rest of the show? We have thousands. Einfach of people nur genial diese Seiten. So much fracking hype through their skulls, they bleed purchase intent, bleed it from their butts. Gross. This is going to be the most incredible effing E3 ever.
Actually, this year's E3 has been canceled. And well, frankly, it's a goddamn mess out there with everyone jockeying for position. Straight up power vacuum. Now E3, you say? Nope. Well, to HE double hacking L with them anyway. I don't give a flipping freak about stupid live video game events. They're dumb. For idiots. The future's future is in super-targeted, high-concept digital showcases, and we're already all the way on top of that. In here. In her. We're on the bleeding, frowning edge of a brave new world in video game marketing. I've worked tootsing years to get this project off the ground, and with Devolver Digital Protocol, we'll be able well, to- Well, what? I'm not sure where you think we are, Linda. This Devolver Direct shit is great. Using Nina as a trans-interlocal broadcast conduit, or whatever, is defo a stroke. But it's been a year. So what? It's been a year. So everybody's doing digitals. Everybody. Okay. So, just in the past 2 hours, there's been 5 digital showcases, somewhere between 200 and 350-something fucking games announced. Ach Gottchen, das Gerät, Anekdote an Quantum Leap, zurück in die Vergangenheit, 80er Jahre Kultserie. Hype and nothing else. Do you think people enjoy the games they play anymore? They don't. They enjoy the years-long cork-soaking cluster junk of teasers and trailers, first looks and reveals to consume and dissect. It's the campaign. Every teasy-poosing little screenshot, every butt-munged retail leak. The games themselves are a side effect, a chore, really. People obsess over games for 2 years, and then, in one sitting, they burn through it like it's a gazooking, fork-parking microwave pizza. Yeah, okay, sure. But these digital showcases are getting legitimately out of hand. Their numbers have exploded. Executives are doing them from home now. Oh, God, this is so witzig. I don't know what the hell's going on. It's just announcement after announcement. Like, things are being announced just for the sake of announcing something. Like, Ubisoft just announced an Assassin's Creed set in 1961 rural Indiana. I watched Konami do 2 full hours on 4 new Metal Gear games, during which they had a surprise break-in event to announce the cancellation of 3 of them. During the same livestream. König 4, es wird die Gegenspiele an, Cancel 3. Das ist auch Konami seit with that shit. But it's true. With E3 out of our way. I'll be able to broadcast the Pootsing Devolver, Pootsing Direct every Pootsing day until these ho-dunk po-dunk, well then their dumb poop consumers spend their every last dollar on Devolver games. And there's nothing you can do to stop me. You're on the bus or you're under the tires. So either you queue up the next segment or you get the frick out of my studio. Whatever you say, lady. Show me the lab. Rural Indiana. Stupid. Margaret? Where are you? I'm outside. Outside of the direct. Is that your bedroom? It doesn't matter. This is meetings now. Listen, we need to talk. I don't know, Madge. This is a secure line. It's the only way I can say any of this. If I do it from inside, Linda will know. Or Dom will find out, and then Linda will know. This is the only way. Say any of what? Zane. I know how to stop the future's future future. Oh boy, this shit again. Before she got the living shit shot all the way out of her by that disgruntled future, future, future. The future's future future that one time, Nina devised a contingency plan. She left it in case something exactly like this whole ridiculous marketing mega mess were to happen. Oh yeah? What does it do? I don't have a single clue. She only told me that it exists, who has it, and that it has a name. Oh, it's Devolver. It's a giant reset button. The nuclear option. A last-ditch effort. It's Predator activating his wrist detonator. Or Belloc opening the arc. Or Bastion yelling Moonchild. Why? It's... Why is this a thing? Corporate America is a dog-eating dog, eat dog-eating dog world thing. And she was a dog-eating is dog-eating dog in the dog pile. Woof! It's an insurance policy against usurpers. It's a booby trap against what are you talking about? The directs, Zane. Nina saw the coming tide of digital showcases and the rise of hype over games. Someone like Linda was bound to leverage that power. It's an insurance policy against. I get it. Yeah. So how? All I know is that someone called the architects got it locked up for safekeeping. The architect. We need to get it and get Nina to announce what it. This simulation is hollow.
It's just words and hype. This thing the architect has, it's bigger than hype. Und diese Einhornlampe im Hintergrund finde ich geil. So, we get the whatever it is from whatever he is, and we get Nina to announce it, and then... With that, and the whole simulation shuts down! But I'm in there. I've got a meeting with him exactly just now. It was exactly 12 minutes ago, but there was a time zone mix-up. And then he got stuck on mute, and the audio got all borked, and my mic was picking up the AC, and... Shit! The next segment. I'll contact you again soon. Yeah, yeah, I gotta go. I'm in there, though. If you really think about it. Anyway, thank you, Yoshida-san, for joining us today. Our audience is super totes excited about the release date for Fall Guys, and we couldn't have asked for a better host for the news. Apologies, again. I know we had discussed having two actual Fall Guys as co-hosts for the segment, but our, air quotes, marketing director genuinely had no idea that they eat each other when left alone. Our beloved CEO, Nina Struthers, is ready to go up on split screen with you. No problem, Linda. These things happen. I'm ready to go. I'm very excited about sharing the screen with Nina. Okay, guys, we're up. Ready to rock socks in 3, 2, 1, and... Our next guest joins us from Tokyo, Japan, Mr. Shuhei Yoshida, head of Indies Initiative, Sony Interactive Entertainment. He's got some news about the upcoming massively multiplayer party jam, Fall Guys. Thank you, Nina, and my condolences to the loss of the two Fall Guys that was scheduled to be here. I too had no idea that they ate each other. Quite surprising, but they looked tasty. Because aber dass Sony da mitmacht, finde ich super. Shall we move on? Yeah, absolutely. Finde ich yes, klasse. Yeah, PlayStation have some exciting news to share about Fall Guys. Please enjoy this new trailer that I edited myself. Natürlich. Oh, yeah, really? Ja, genau. Okay. Ah, das ist das Spiel, das war letztes Jahr auch auf der Gamescom zu sehen. Das ist so... Das ist auch irgendwas, ich hab's auch schon irgendwo gesehen. Ja, das ist ungefähr wie... Es ist wie dieses... Oh, diese chinesische Gameshow, wie heißt sie nochmal? Takeshi's Castle? Genau, ungefähr so kannst du es dir vorstellen. Der Takeshi's Castle ist allerdings japanisch, aber egal. Ja, dann war's tatsächlich auch in China eine Weile. Ne, die Outfit... Das wird wie ein Battle Royale Game. Ist es ja auch irgendwie. Du musst halt als Einzigster durch den Parcours durchkommen. Battle Royale, ohne dass du die anderen Typen dann schon abknallst. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall durch. Am besten noch mit Nina und Caro zusammen. Jetzt mal, ich finde dieses Spielprinzip mega geil. Ich finde es lustig. Shut up and take my money. 4. August kommt das raus. Ja, PlayStation 4 und auf Steam. Watch a greatness on Discord. Ja, GG. Was? Ach, der Kerl vom letzten Mal. I'm starring now. I star. I am a star. None of this co-host crap. Listen, Red, this is a digital showcase. There are no stars. You will be featured. Hard. These are uncertain pootsing times, buddy. I'm not saying you're lucky to have a gig right now, but you're lucky to have a gig right now. Did you just My marketing team was able to score a heckin' big name as a guest for you to co-host with. He looks good. You'll look good. The rising tide, Red. It raises all boats. I promise this will be the split screen for the ages. I'm not trying to fight the thorax that feeds me here, Linda. But don't think for one red second this isn't gonna come up when we negotiate for the sequel. Did you just confirm sequel? Oh, let's announce that instead. Don, spin up a carry-on 2 announcement thing. On it. My client is not directly or indirectly by action or statement confirmed nor implied the existence of a carry-on sequel or sequel. Oh, if you really think this kind of scare tactic is going to... Business people. We can work out the little deets later. Zielen, schießen, Treffer. Ho,
Holy smokes! Phil freaking Spencer, head of Xbox! Ach oh. Gottchen! Hey, Phil Spencer haben die auch noch miteinander gezogen! Fehlt nur noch Nintendo! Oh, the pleasure is all the way mine. I... Wow. I had no idea you knew about my game that I'm in. Well, the fine folks at Devolver Digital invited me to announce the release date of Carrion, and it's only right for the star of the game to be here. I am so sorry. I'm a nervous eater, and man oh man am I nervous. Don't be. Let's just roll the trailer, take a look at the latest before you announce the release date. Das kenne ich allerdings auch schon. Ja, ich glaube, das hatten sie auch letztes Jahr bereits. Ja, ja, ich glaube, das haben sie letztes Jahr schon mal gezeigt. Ja, hatten sie auch, haben sie gerade gesagt gehabt. Aber jetzt wohl mit Release Date, hieß es gerade. Okay. Aber wann ist ja das Monster, soviel ich weiß, und ja, muss nicht die Level und Leute. Ich glaube, da hatten wir letztes Jahr schon gesagt, das ist ein Spiel, das wäre das richtige Reset. Man kann auch Leute übernehmen. Juli. Das dauert ja nicht mehr so lang, ne? Ja. Xbox One, PC und Nintendo Switch. Aber nicht auf der PlayStation. Ja, wenn Phil Spencer es ankündigt, ist klar, das ist erstmal, wenn, dann... Ja gut, aber dann wäre Nintendo Switch auch raus. Ja, aber Microsoft und Nintendo sind ja schon ein bisschen dicker zusammen. Das ist hier Minecraft. Ja, aber Minecraft gibt's auch auf der PlayStation. Ja, aber die haben damals Crossplay angekündigt zwischen Xbox Minecraft und Switch Minecraft. Ja, das hat ja auf PS4 wesentlich länger gedauert, bis es überhaupt verfügbar war. Ja. Launches on Xbox One and PC and comes to Xbox Game Pass on July 23rd. We can't wait for you to get to play it. I mean, Devolver Digital is just about as unprofessional as it gets. First with the cold latte and now with the this. Ridiculous. Dumb, stupid, ridiculous. Hey, can someone disconnect me? We've got a console to launch. I think it just, you just click on the, select video options from the drop-down and I think it should... Yeah, you got it? You see me now? Not unless you're a spinning developer, no. How about... Holy shit, it's Jeff Keighley! Hey! You're Jeff Keighley. Yeah. You're the architect? Of course, you're the architect! Oh, wow! Jeff Keighley, Jeff Keighley. Okay. Moderator von den Game Awards zumindest gewesen. You've got it, right? I do. Nina gave it to me and said you might come. Er macht noch irgendwas, ich weiß nicht woher er noch. Aber der ist auch der Kopf hinter diesem aktuellen Summer of Games oder so. Ja. Auch da. Immer Game Fest, ja. Aber er macht noch irgendwas. Okay. Yeah. Yeah, that's exactly what we need. Hi, Vegeta. Moin. But I've got it. Happen. We'll get it done. You're amazing, Jeff. Thank you. And Tita, I'm sure she thanks you too. Good luck out there. You're gonna need it. Holy shit! Zane, I've got it. I've got Devolver Land. It's great. Great. That's great. What the hell is it? I don't know. But what I do know is that it's files, and I've got those files, and we need to get files into the announcement schedule for Nina to announce during this Devolver Direct right now. All right, send the files to me, and I'll get... Oh, shit. What? I gotta get it to Don if it's announcements. So? So that guy's a dick. Cue up the next one. Linda, there is no next one. I've been trying to tell you... Listen, Donnie boy. The future's future is at hand. If I tell you to cue up the next one, you flipping cue up the next one. Do it. Linda, these games don't even exist. Dass du das fragen würdest, Mauli, ist ja klar. Devolver has no... Are we announcing games we have no intention of making? Darn tootin' Don! Don't you get it? This is where it's headed. Where it's been headed. This is the next level. People want this. They need it. They're starved for it. The games don't matter anymore. Just that we announce them. Let them have what they want.
Let them eat hype. Roll the segment. Done! Yo, shit, okay, yeah. Yeah, got it, done. And... I don't really want to do this. Doesn't seem totally necessary. Ooh, just getting over it. Nice. Fine. I, Bennett Foddy, am super duper hyped to announce my next game. Getting down with Bennett Foddy, a sensual rhythm dance game featuring the hottest tracks from me, Bennett Foddy, and the sickest dance moves from me, again, Bennett Foddy. Are we done here? Coming to Devolver Graph 16, Will is sitting 16 on Discord. Roll und das Schlimme ist, ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die das jetzt ernst nehmen. Sagen, hä, neues Spiel, getting down. I'm Dean. And we have nothing to announce, so thanks. Bye. Well, we have one thing. We have a studio called Beans. Yeah, this one. In Toronto. Canada. Yeah. And we're working with Devolver Digital on... Probably a game, maybe. Yeah, well, we're working on something. Probably a game, maybe. And we'll announce it... Oh, God. Yeah, sure. But we are hiring, and you can check that out at www.thebeansteam.com on your local internet provider. So, bye. Have a great year. Oh, and fuck you, Linda. Fuck you, Linda. I'm at the photo station 5. Sonic Fox Albo! Wer ist das? Einer der weltbesten Mortal Kombat Embed Beat'n Up Player. Und ich weiß nicht, welches Spiel noch, aber halt dafür berühmt, schwul und eine Person. Mixer! Hauptsächlich durch die First Dudes. Sonic Fox Travel Fighters 4. Coming to do the Devolver Club. Ich finde ja, wir sollten einen von uns mal Critic Over It auf. Nein. Mori, danke, dass du dich dafür angeboten hast. Ich freue mich schon auf deinen Play. Also merken wir uns, Mori wird Getting Over It irgendwann auf. Doch, du hast dich gemeldet. Du hast ja nicht gesagt, wem. Du hast dich freiwillig gemeldet, ja? Ja. In the near future, future. So haben wir nicht gewettet. Doch haben wir. Damn it. Das wird mir. You called it, you get it. Kommt. Doch nicht mal. Alter, Logo. Okay, yeah. That was maybe too much. That backfired. That was Geralt of Rivia. What else have we got? That was the goddamn Witcher. Done. Oh, yeah. That's the list. We're tapped out. Mother loving butt crumpets, Don. Give me something. I'm up and I don't want to come down. Give me that sweet release. Get me over the edge. Get me an industry celeb. Oh, I have an uncle that works at Nintendo and no one ever. Okay, that'll do. Just bring him in here and spin up Mina. I'm gonna need a minute. Okay. Apologies in advance, though. That guy is kind of a bonk. What the actual? I need you to cue this up. What? No. My uncle from Nintendo's up next. I don't care when. Just. You need to get these files into Nina's announcement list. Why? What even is this? This is way out. It's way out of Devolver Direct. No, man. I need this gig. I've got dental and shit. She's fucking insane, man. This is all fucking insane. Don. Oh, Zane. Listen, Don's got this uncle we're doing with Nina right now. Get back to your shiz. Let's get going. On it. Yeah. Our next guest needs like 0.0 introduction. You have heard about him in your favorite forums, on the socials, in your Usenet groups, and on your best friend's MySpace pages. He is a legend. Best friend's MySpace. And every one of us. What has that real deal? Holy keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist mittlerweile eine Musikplattform oder so. Direct audience at home. My. Home.
My uncle did. Oh God, nicht und ich war Works, sondern Vox. Yoshi, you know the dinosaur? He did a nickel haul in the Stony Lonesome on Possession with Intent. In the can, they called him the Mouth, and he ran a gang called the J-Cats. Wait, are you serious? Oh, yeah, yeah. That Toadstool broad went rat on him for immunity. Now, she would have ended up in the Clink, too. She's got connections, royal coffers, big-name suits. Whole thing was a cover-up. That dinosaur got rolled. Yeah. Oh, that's scandalous. What else you got? Sister, I got a lot. A lot. There was supposed to be this new Kirby game coming out this year, they were saying, but he's all tied up on account of the divorce, and it ain't look like he's going to be working anything but that alimony anytime soon, so the whole thing's all froze up. Done like. Dead skis. Pikmin Battle Royale, fiscal year 2023. You didn't hear it from me? Fascinating. What can you tell us about Devolver Digital? Anything we can announce right now? Yeah, check it. Hey, toss that along the whatever. It's this game called Lead by these guys who call themselves Skeleton Crew, what make games. It's hitting Nintendo Switch and Steam this year, and it is a gorgeous little action-adventure jam with this crazy harpoon weapon what'll blow your mind up. It's good. It's really good. I love it for real. Yeah. Wow. Unbelievable. My uncle that works at Nintendo. You are the best uncle that works at Nintendo. And the best part is you are my uncle that works at Nintendo. You know, we should have you on every year, you know? Not happening. You're about to get a C&D. You ain't never gonna see me again. In fact, you never saw me in the first place. This whole conversation never happened. Wenn du Feuer hätte, ja. Oh, das sieht schon mal nett aus. Okay. Das erinnert mich wirklich sehr hardcore an Messenger gerade. Was ist das, Slenderman? Finde ich. Boah. Klisha. Okay. Available now. Ja, dann weißt du, was du jetzt kaufen kannst, Mauli. Auf geht's. Mauli, ich höre, du machst hier danach Programm. Finde ich gut. Getting over it und danach Kalia. Serious Sam. Jetzt kommt Serious Sam. Shit, balls, I'm sorry I'm late. I literally ran all the way from the kitchen to get here. No problem. I'm guessing this is about Serious Sam 4? Yeah. I have a trailer here and a release date for this. What is this, some kind of internet presentation or something? We already have the release date, champ. You're later than you think. It's launching in August, and everyone already knows. Fuck me. Did some Walmart in Canada spring a leak again? Pauli is kaputt. No, this is all about the board stuff. Co-team announced it 2 months ago. Shit. Yeah.
Okay, I guess that's cool or whatever. I've only been running for 7 fucking... Hey, you guys mind if I pop a squat? These dogs are a barking. I was an explorer once. Captain Sam Stone of the Surveyor. It was good. Hell, it was awesome. The truth is, they don't care about who we used to be or what we wanted to do. If they thought this was gonna be easy, they came to the wrong fucking planet. Die Musik ist schon mal geil. Mensch, Scheiße, das ist laut auf. Typisches Spiel ist der mal, ne? Und üblich, wozu brauchen wir eine KI? Es reicht, wenn wir Millionen an Gegnern auf den Spieler losstürmen lassen. Deshalb mag ich Serious Sam. Stadia? Okay. Ja, es ist einfach nur. Don, let's tie it up something big. Give me a closer. I need something martial. Actually, man. Shut up, Madge. Yeah, no, the uncle from Nintendo was our ace in the hole. We're out of announcements for this year. Are you sure about that? Yeah, dude. Super sure. Gosh, frazzling shooter, sugar freaking bullhead, sucker bitch! You are the worst on the absolute buck bundle, duck looking worst! Hey, it's not my fault! We can't end on an indie game! We can't end on your pootsing uncle! Give me something all the way great, and give it to me now! Now, you stupid fuck! Oh, hey! I got something. Should be good. The future of video games and the future's future future. It evoked real, actual change. Once a year, every year, for years now, you, dumb fuck consumers with more disposable income than common sense, have gathered around to listen to actual, powerful people like me tell you what to like, what to get excited about. And most importantly, what to buy. You stare dumbly at your screens, drooling, waiting for instructions. You beg for unsubstantiated leaks, cheaply orchestrated, hands-free demos. You suck down first looks without even the slightest thought for what is a real thing in real life that you can actually have and really interact with. Enough! Enough with the bullshit! You have been had, rooked, gamed, bamboozled, japed. You have been taken for a ride on a bus driven by greed, and you have paid for it with your own super hard-earned cash. You deserve better. We deserve
better. And I am here to give it right the fuck to your faces. That is right. You slack-jawed sacks of video game backlogs, Devolver Digital is proud to announce. Yeah. I am proud to announce the first ever playable video game experience that takes all of the in-your-face stink and discomfort, pomp and circumstance of a high-rent, crowded convention hall packed full of all of us assholes and packs all up into what we really, really Wenn das, ich glaube, dass, sie das, dass es wirklich ein Produkt ist, das jetzt rauskommt, dass es eine Halle ist, wo du durchlaufen kannst und Sachen ausprobieren kannst. Das wäre mega geil. Okay. Nice. Das ist das geil. Marketing Simulator, ja, aber das ist mal eine unfassbar geile und fette Idee. Wenn ist das wirklich spielbar, oder? Wenn das wirklich spielbar ist, das ist die unfassbarste, geilste Idee, die ich jemals gesehen habe. Bitte lass es nicht nur ein dummer Gag sein. Play it now for free on Steam. Wie bitte? Steam. Gucken. Ich bin auch gerade dabei, Steam zu starten. So, Shop, wir schauen jetzt zusammen. Leute. Es ist. Ach du Scheiße. Wollen wir. Ach du Scheiße. Es ist real. Echt? Ja. Hier, ihr seht's, ihr seht's gerade bei mir auf dem Steam. Hier. Oh ja, ich seh's gerade, bei mir hat sich gerade geöffnet. Wow. Well played, Devolver. Well played. Leute, das passiert, wenn ihr zu viel Kaffee trinkt. Ich würde sagen, ich lade mir das jetzt gleich mal runter. Das können wir uns dann auch noch gemeinsam anschauen, habe ich gehört. Also, ich habe noch nie so eine fucking geile Idee gesehen. Vor allem, das benötigt fast 10 GB. Das ist nur ein kleines Ding. Jetzt mal wirklich for real, das ist eine richtig krank geile Idee. Die Leute können nicht auf eine Expo gehen, also bauen wir eine virtuelle Expo und die Leute können hingehen. Kostenlos. Also so eine gute Idee habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wirklich. Also vielleicht ein bisschen arm an wirklich neuen Spielen, die angekündigt wurden, aber... Well played, Devolver!
Du hast es mal wieder geschafft. Du hast das beste PK dieses Jahres herausgebracht. War jetzt auch im Vergleich zu den Konkurrenten nicht schwer. Naja, also mal gucken, was morgen Ubisoft noch macht. Ne? Und ich muss sagen, ich fand die PlayStation PK auch sehr stark. Ich bin... Also Ubisoft werde ich verpassen. Werde ich mir vielleicht nachher einmal... Ich werde mir jetzt die ganze Zeit angucken. Ich werde wahrscheinlich hoffentlich erst Gameplay zu Assassin's Creed zeigen. Ein neues Far Cry werde ich zeigen. Und dann würde ich Just Dance. Also ja, und Watch Dogs Legion. Da habe ich am meisten noch drauf. Ja, aber ansonsten... Vielleicht werden die endlich auch von Ubisoft. Hm? Beyond Good and Evil 2, war das nicht auch von Ubisoft? Was? Ist ja schon seit Jahren in Entwicklung und so. Also, falls sie das wirklich zeigen sollten, wäre ordentlich. Hoffentlich mit einem Ankündigungsdatum oder so. Aber... Ja... Also ich denke nicht, dass ich da allzu viel morgen verpassen werde. Ich konzentriere mich dann lieber auf den Subversion Stalk. Aber echt, die... Ja? Wieder sehr lustig auf jeden Fall gewesen, definitiv. Ja, aber sowas von. Sowas von. Also Devolver, jedes Mal wieder ein Erlebnis. Und ich bin jetzt schon gespannt drauf, was die nächstes Jahr herausbringen werden. Oh ja. Ob und wie sie das irgendwie toppen oder so, es wird interessant werden. Es ist fucking Devolver. Ich bin jetzt echt gespannt auf die Expo. Ohne Scheiß, auf die virtuelle Expo bin ich jetzt richtig gespannt. So, ich warte mal bei deine Erfahrungsberichte ab und dann... Gute Besserung, Mubot? Wie meinst du das, Dempera? Ich sehe jetzt Mubot gerade nicht. Und, räum mal deinen Desktop auf? Hast du eben deinen Desktop gezeichnet? Aus Versehen, ja. Das ist mein Desktop in Ruhe. Ach, Modi meinst du? Ja, schlaf gut, Modi, und bis morgen. Erhol dich gut. Und nicht wieder über den Kater fallen. Gut, kommt noch was vielleicht? The future. What's future. Next? The future. Ja. Cliffhanger. Natürlich. Wir wollen es ja nächstes Jahr fortsetzen. Ja. Komplett zugummelt, das Ding. Oh. Ja, gut. Es ist halt. Ich weiß, wo alles ist, okay? Das. Okay. Ja. Ja. Also ich höre nächstes Jahr gleiche Stelle, gleiche Welle. Definitiv. Von mir aus gerne. Und ich hoffe nächstes Jahr, dass es eine richtige E3 wird und wieder alle Pressekonferenzen direkt hintereinander durchgehauen werden. Weil das ist das, was mich an diesem Jahr gestört hat. Mich hat nicht gestört, dass es nicht auf einer Bühne, nicht vor Publikum ist. Das ist mir relativ... egal jetzt gewesen und fand ich jetzt auch nicht schlimm. Ich fand es halt einfach nur schade und doof, dass es sich so verteilt hat und dadurch nicht so ein E3-Feeling rausgekommen ist mit, boah, jetzt diese Woche ist so viel, sondern es ist so, es plätschert es so vor sich hin, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Das fand ich einfach ein little bit schade. Ja, bei mir auch. Frage ist, möchtet ihr denn das jetzt noch sehen, dass ich da mit euch jetzt mal ein bisschen reinschaue? Dann mache ich das gerne. Bei mir ist es nämlich jetzt auch gerade fertig geworden. Ja, ich werde es mir jetzt nicht runterladen. Ich werde mich an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Und viel Spaß mit Dinkby. Ja, und das würde ich ebenfalls sagen. Also ich würde mich dann jetzt nämlich auch raushauen. Jo. Also, einen bis dann, Leute. Euch. Ciao. Ciao. Rein in die Olga, alles klar, dann machen wir das. Dann machen wir mal kurz. Dann viel Spaß dir noch. Danke.
User disconnected from your channel. Dann schauen wir uns das doch einfach mal kurz an. So. Meine Freunde der Nacht. Gut, schauen wir uns das doch mal gemeinsam an. Auf geht's! New Game. The future's future. Oh je, je, je. The future's future is now. Show cancelled. Oh. Aber wir haben hier schon mal schönen. Hey, Framekopf. Devolver Land Expo. Get into the building. Ja, ich bin dabei. Okay, es ist wirklich wie ein richtiges Spiel. Das ist super. Das gefällt mir. Die Chill Zone! Wir chillen. Was gibt's denn in der Chill Zone so? Okay. Interessant. The Convention Center is now closed. Please leave via the nearest exit. South Hall. Ich soll ja in die South Hall gehen, aber ich will erstmal hier ein bisschen rumschauen. Ist alles noch so dunkel. Wahrscheinlich muss ich erst Strom anschalten oder so. Das ist doch super! Ich finde die Idee einfach zu gut. Okay. Equip yourself. You are digital, visit us, the future is now. Reminder, the convention center is now closed. Please vacate. Das ist so super, ich liebe es. Wirklich. Okay. Okay, man wird wieder an den Start gemacht, wenn man gebastelt wird. Das ist doof, aber ist gut.
attendees are reminded that exhibitor merchandise is off limits. Okay, ich hab jetzt eine Waffe. Eine T-Shirt-Kanone natürlich! Oh Gott. Okay. Das ist halt wirklich. Das ist groß Kino. Jeez, die Dollar. Sonst. Fine Security. So. Weißt du, das ist. Unfassbar lustig. Okay, ja, hier kommt es weiter. So. Oh. Leute, ja, ich bin super. Also, ich muss da hoch. Auf das Ziel. Und. Ich brauche noch 4 Hinweise, oder nicht?
Bin gebastelt. Oder kann ich jetzt in den Laufer rein? I'm confused. Eindeutig zu lange gedauert. Bis ich das gecheckt habe. Eindeutig zu lange. Aber wir können hier rein. Trespassing is not permitted. Deviation will be punished. Chiefs Arti. Your presence has been noted. Please prepare for processing. Ein bisschen Werbung hier, Nvidia. Wie auch der Blende. Oh Mauli, pass auf, da bist. Ja. Krieg ich jetzt den Demo oder nur den Trailer? Den Trailer haben wir ja schon gesehen. Schreiben wir den Trailer noch mal. Online.
This is Rafael Colantonio, Creative Director and President of Wolfi Studios, and I'm here today to tell you about our current game in development, Weird West. At its core, Weird West is an action RPG set in a fantasy reimagining of the Wild West. You play through the adventures of five heroes that have intertwined destinies on a quest to unveil one of the biggest mysteries of the Weird West. While we describe Weird West as an action RPG, some would actually refer to the game as an immersive sim. There are many elements that set Weird West apart from any other action RPG out there, and I would love to show you a few examples now. First, the simulation and sandbox nature of Weird West. The bulk of the team is composed of co-creators of Dishonored and Prey, so simulation is like a religion to us. It is in our DNA to let the players play their own way. Weird West is designed in a way that accommodates many playstyles and many playthroughs. Whether you like combat, or trickery, or stealth, or a mix of all of that, you'll enjoy experimenting with the tools the game offers in a system-rich and physically simulated world. Next, the setting and visual direction. The setting is Weird West, you guessed it. It's an opportunity for us to explore a genre that has been kept underground, and we're excited about bringing our own take on it. As far as the visuals, we're going for a mix of 3D with hand-drawn textures and uncommon palette that we think bring a unique style to the game. We want our world to be instantly recognizable and convey the mystery that is so important to the experience. Now, let's talk about how scripted versus how dynamic is the experience. While the game has a main quest, the events and the quests outside of the main path make use of what we call the conductor, which creates events and crafts a narrative that is specific to each playthrough. For example, let's say you kill one of these merchants while the other one escapes. The survivor will throw a vendetta at you, and chances are they'll ambush you later when you expect it the least. This participates to the feeling of a very tailored experience per player. Finally, one more thing I wanted to mention is that your actions are permanent in Weird West. While you may resurrect when killed, your companion won't resurrect if you did not have a chance to revive them on time. And whatever choices you've made will stay in the game. So stealing shops and killing people have consequences you cannot discard by coming back in time with a simple game reload. We think it is a powerful way to give meaning to your actions and keep the tension high. Sieht nach einem interessanten Spiel aus. That's about it for today. We have a few more surprises that I can't wait to talk about, but we're keeping some of this for later. I hope you enjoyed what you saw. And please stay tuned for future news about Weird West. Ja, sieht doch ganz nett aus. This is Rafael Colantonio, Creative Director. Sieht ganz nett aus. Set in a fantasy reimagining of the Wild West. We play through the adventures of five heroes that have intertwined destinies on a quest to unveil. Das ist wirklich cool. Jetzt habe ich verstanden. You defile this place with your presence. Your curiosity will end you. You will never reach the inner sanctum. Yeah.
Schlüssel und durchgekommen. Hey. Jetzt aber. Oh, komm. Das ist ein bisschen too much für die Expo. Alle. Ja. Gehen wir mal aufs Klo. Wenn du uns was retten. Cool, danke. I can hear you scurrying like a rat, Phil. Corrupting form. Behold, Blightbound, a cooperative dungeon crawler that tasks three heroes to venture down from their mountain refuge to face the abominations of the Blight, a mysterious and corrupting fog that enshrouds the land. Each player will choose a hero from one of three classes. Warrior. Forge Titan's might! Assassin. Let me at him. Or mage. My greatest power awaits. Battle a terrifying horde of monstrous enemies and colossal bosses. Each class of hero fulfills a specific role on the team to overcome mounting odds. Solve clever puzzles and synchronize their ultimate abilities to unleash massive damage. Battle through three distinct lands, each with several dungeons to conquer, including the eerie Gravemark, the oppressive Underhold, and the precarious Blood Ridge. Steel your nerves and prepare once again to enter the Blight, Warrior. We are Blightbound. Interessant. Steam Early Access coming July 29. Behold, Blightbound, a cooperative dungeon crawler that tasks three heroes to venture down from their mountain rift. Okay. You think you can learn common secrets? Come on. Handsomely rewarded with new areas to explore and new mechanics to unlock. We are Skeleton Crew Studio from Kyoto, Japan, and we invite you to take a sneak peek at the story, mechanics, and the challenges in our all-new game, Oria.
Alia is an action-adventure game that takes place in the land of Terraphage, a lost world home to forgotten creatures, vast ruins, deep caverns, and rainforest-topped islands. You are Faraday, a shipwreck captain. You follow his adventure to rescue his lost crewmen, leading them to a safe return to their homeland. Now, on his pursuit of salvation, Faraday is guided to an ancient harpoon of great power. It awakens ancient enemies who slumbered in the depths of Terraphage. Okay. I'd like to introduce the world of Orir. Wild, dark, unpredictable as an ambitious dream. You will venture through many different islands on your search for a way out. You will travel through jungles and caverns, visit sites of old relics and ruins. Each land presents new challenges and new opportunities for you on your quest to escape this shadowy land. Next, combat. Combat is at the forefront of Olia, with visceral systems that challenge the way you think about space. You can dash and teleport using the harpoon, and then immediately face hand-to-hand combat with minions spawned from the darkness. Crafting and donning magic hats give you additional power, including dashing and wall jumping, spitting acid, and controlling and generating electricity. Puzzles complement battle sequence by rethinking movement through a maze-like world. There are five major boss battles in Olia. Each one introduces a new character's story, as well as new combat mechanics. By mastering each attack system, you will take down these bosses and be handsomely rewarded with new areas to explore and new mechanics to unlock. Sieht einfach echt interessant aus, muss man halt einfach so sagen, ne? Olia is an experience we've poured ourselves into. Will you lead Faraday, master the harpoon, save the castaways, and solve the mystery that surrounds Olia? Olia! Interessant. Auf jeden Fall. We are Skeleton Crew Studio from Kyoto, Japan, and we invite you to take a sneak peek at the story, mechanics, and challenges in our all new game. You have seen too much. You will pay for your injuries. It was awesome. I don't care about who we used to be or what we wanted to do. But if they thought this was going to be easy, they came to. I was an explorer once. Captain Sam Stone of the Surveyor. It was good. Hell, it was awesome. The truth is, they don't care about who we used to be or what we wanted to do. But if they thought this was gonna be easy, they came to the wrong fucking planet. Too Sam, geil, ja. Aber genau die gleiche Quelle nochmal. So ein geiler Messerstand. Das halte ich für. Hui! Für einen unrealistischen Messerkampf. Also zumindest den Eingang und Ausgang. Einfach nur.
auch was Neues, Leute. Grafikstil finde ich schon mal witzig. Scheint mir Wie heißt das? The Binding of Isaac. Doch, so heißt es. Aber es sieht cool aus. There is nothing that can save you now. Ein Riesenbürger. Oh, Shadow Warrior 3. Oh. Das sieht nice aus, Leute. Das Ding mit dem Wasserfall. Hallo. Howdy, stranger. Wang, where are you? Ja, übermaßen ist auch wieder der gleiche Töner, den wir schon gesehen haben. Howdy, stranger. Wang, where are you? Can you hear me? Ah, ich könnte trotzdem. Demons, they're trying to break through the gates. I'll track you down. Auch bei Ding, bei O'Reilly. Da hat das war ja ein bisschen mehr. Wo noch gleich noch ein bisschen drin. Who the hell let you out of the circus? Das ist der Leine, das funktioniert. Aber natürlich ist die aber allein das hier bekommt alles weg. Von allen anderen Publishern besetzt. Also, krass. Natürlich. These here ruins are a pin. You will never leave the divine power. You believe that glowing sees. Okay. Oh, jetzt ist hier offen. Ich muss ja in die VIP-Zone. Ich bin ja jetzt in die VIP. Come.
musst du. Aber oh, das ist wichtig. Ich liebe es. Jetzt schon. Das wird wahrscheinlich auch dann nicht aber. Devolverfans.com. Ich glaube, das ist das jetzt wahr. Schätzungsweise. Ja, das war's. Das war die Devolverland Expo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich fand's mega. Ich sag mal so, so könnte man, kann man das öfters mal machen. Ja. Aber das heißt auch, das war's jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass der schöne PK mit Sif und Yuki noch zusammen und jetzt noch und haben wir uns noch schnell die Devolverland Expo zusammen angeschaut. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und kommt alle morgen vorbei, wenn wir das Submissions Talk fürs SGDQ machen. Bis dann. Tschüss.